Anfang nicht verpassen. Ja, das sind immer die einleitenden Worte. Ihr seht ja schon, wo wir uns befinden. Also die sich in Weimar auskennen, erkennen das vielleicht schon, aber wir erklären es auch gleich noch. Schönen guten Morgen. Nochmal einen Schwenk machen. Aus München. Hallo aus München. Sehr schön. Guck mal, wie schön das hier ist. Gut. Ich würde sagen, wir starten. Ja, 20 ist eine gute Zahl. Es werden immer mehr. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen zum Kulturöffner der Klassikstiftung Weimar. Wir sind Kirsten und Felix und wir freuen uns, euch heute wieder Türen öffnen zu können und heute tatsächlich an Orte mit euch zu gehen, die sonst für BesucherInnen nicht zugänglich sind. Warum und was das alles ist, zeigen wir euch später noch. Wir sind hier am Schloss Belvedere. Und zum Schloss Belvedere gehört auch der Park und die Orangerie, weil wir die heute nicht zeigen können, haben wir das passende Hemd dazu angezogen mit den Pomeranzen und mit den Orangen. Wir haben die aber schon gezeigt. Wir waren da schon einmal. Es gibt eine Folge, da könnt ihr die Orangerie sehen. Genau. Und heute geht es uns aber ums Schloss und vor allem um Teile des Schlosses, die sonst nicht zugänglich sind. Hier auf dieser Anhöhe, sozusagen ein paar Kilometer weg von der Stadt Weimar, hat sich der Herzog Ernst August gedacht... Switch mal die Kamera, dann seht ihr den Felix noch besser. So, Moment, wo? Über dem Smiley. Ja. Genau. Da hat sich der Herzog Ernst August gedacht, er hätte hier gerne ein Jagdhaus, weil der aber dann sozusagen mit seiner Kavalierstour unterwegs war in Wien, in... Dresden zum Beispiel, kam ihm dann die Idee, tatsächlich hier so einen Sommersitz, so ein Barockschloss hier aufzubauen. Und an den Herzog selber erinnern auch noch da oben diese Initialen. Dann gehen wir mal hin. Da oben ganz groß EA für Ernst August. Und der Ernst August hier als Schlossherr, der ziemlich viel Geld auch hier in diese Orangerie, in diese Anlage gesteckt hat. Als der dann allerdings verstorben war, war das Geld alle und man hat irgendwie lange erst nichts machen können. Aber man hat sich hier so ein paar Details überlegt und da wollen wir euch jetzt was zeigen davon. Ihr dürft wie immer Fragen stellen. Wir versuchen die dann auch sofort wieder einzubauen. Scheut euch also nicht. Jetzt gehen wir einmal schnell und zügig durch den öffentlichen Bereich. Genau, also wir zeigen euch natürlich nicht das, was ihr im Schloss auch so schon sehen könnt und was ihr auch so besuchen könnt und vor allem, wozu ihr am Ende auch zwei Tickets gewinnen könnt, nämlich das Kombi-Ticket Neue Natur, mit dem könnt ihr hier dann auch ins Schloss Belvedere gehen, aber dazu mehr am Ende natürlich. So, wir kommen hier rein, wir öffnen die erste Tür. So. Zügig, damit wir nicht so viel unfreiwillige NebendarstellerInnen haben. Weil wir heute so viel Programm uns vorgenommen haben, seht ihr uns ein bisschen hasten. So. Und jetzt gehen wir sozusagen nicht in den Bereich, der eigentlich der Rundgang ist, sondern wir gehen hier in ein Nebentreppenhaus und das ist sonst nicht zugänglich. Seht auch gleich warum. Hinter uns die Tür wieder zu, damit hier nicht jemand freiwillig kommt. So, und dann gehen wir auch hier ein bisschen schneller, weil nämlich die Internetgeschwindigkeit hier nicht so gut ist in dem Treppenhaus. Es gab schon Komplimente zu deinem Hemd. Und Grüße aus Mainz, München, Pirmasens und Berlin. Und jetzt geht's hier auf die sogenannte Musikerloge. Wir öffnen die Tür, die sonst nicht offen ist. Und treffen also, dort auch einen da ersten. Da kommt jemand. Experten. Genau. Das kommt mit. Na, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo. Das ist der Johannes. Hallo Johannes, Johannes Fliegel. Ja. Was hast du mit dem Schloss Belvedere zu tun? Warum bist du heute hier sozusagen? Ach, seit vielen, vielen Jahren arbeiten wir für die Klassikstiftung und restaurieren so verschiedene Dinge, reparieren viel und ja, wir haben hier ganz viel die Parkettböden überarbeitet und was ihr euch nachher wahrscheinlich noch angucken wollt, auch das Tisch am Deck sich bearbeitet.
Das Was ging, ist denn dein Beruf, Johannes? Mein Beruf ist Tischlermeister und Spezialqualifizierung dann noch den Restaurator im Tischlerhandwerk gemacht. Und ich war mein ganzes Leben lang eigentlich nur in der Denkmalpflege unterwegs. Ja. Früher beim Falkendenkmalpflege, jetzt bin ich selbstständig seit 1998. Okay. Und habe einen kleinen Denkmalpflegebetrieb mit 2-3 Leuten und ja, das ist so meine Aufgabe. Cool. Und wir sind ja hier oben nicht nur, weil man den Blick sonst nicht zu sehen bekommt. Ja. Ne? Also hier haben dann damals tatsächlich die Musiker gespielt. Unten war der Festsaal, hier konnte also getanzt werden. Aber das Parkett ist noch besonders. Ja. Da hast du gesagt, man hat auch Jahreszahlen bei der Restaurierung gefunden. Ja, ja. Das war mir ganz wichtig, dass er das mit reinnimmt. Das ist so, dass wir auf eine dieser Platten hier unten, auf dieser hier... Man sieht ja deine Hand nicht, genau. Aber da unten gibt es eine. Und da ist es so, dass wir auf der Rückseite eine Beschriftung gefunden haben von 1729. Und das heißt also, dass wahrscheinlich die Platten zur selben Zeit gebaut wurden oder hergestellt wurden, als hier auch das Schloss gerade gebaut worden ist. Aber das wisst ihr genau, wann das genau war. Und jedenfalls 1729. Und dann gab es mal eine Überarbeitung um 1852. Da haben wir also auch von Tischlern Spuren gefunden, die also das auch datiert hatten. Die und schreiben auch, das dann immer auf die Platte, ja? Na, mit das Datum, wann die arbeiten? Na, immer, entweder unter die Ergänzungen oder auf die Rückseiten. Und auch wir haben 1999, als wir das gemacht haben zum Kulturhauptstadtjahr, da hinten, da wo der rote Teppich jetzt liegt, da ist ein Schwellbereich, da steht von uns alles drunter, was wir damals gemacht haben, was da so in der Zeit ist. Es liegt auch ein bisschen Geld drunter und eine Zeitung. Und du noch gesagt, das ist so ein ganz besonderes Parkett, hast du uns vorhin erzählt, das Versailler Tafelparkett haben Kirsten und ich gelernt. Ja. Kannst du da noch mal ganz kurz sagen, was daran so besonders ist? Also der Name Versailler Tafelparkett kommt ja wirklich daher, dass diese Arbeit zum ersten Mal in Paris in Versailles sozusagen gemacht wurde. Also die Tischler haben damals Rahmen gebaut und dann wurden da verschiedene Füllungen aus verschiedenen Holzarten eingesetzt, bis hin zu floralen Mustern. Und das Wichtige an dem Versailler Tafelparkett sind eigentlich immer die Rahmungen. Die konnten also in den Werkstätten vorbereitet werden und wurden dann als Platten hierher montiert und wurden nur noch die Friese gelegt. Und man erkennt das auch ganz viel an diesen Stöpselungen, wo dann unten drunter handgefeilte Schrauben sind, mit denen das sozusagen befestigt worden ist. Du hast gesagt, hier in Belvedere wurden dann aber auch nur Hölzer verwendet. Einheimische Hölzer. Und wir haben hier zum Beispiel, hier unten ist die Eibe da. Wenn du dann zeigst, meine Kamera ist ein bisschen langsamer als deine Hand. Du hast so viel zu sagen. Was sehen wir hier unten? Wir haben unten Eibe, wir haben Ahorn, wir haben Eiche, wir haben Zwetsche oder Pflaume. Und das waren jetzt die wichtigsten Hölzer. Ne? Okay. Und wir haben ja so ein bisschen, wir haben überlegt, was gibt es so für Bezüge, wenn ihr jetzt heute auch mal ins grüne Labor geht, im Rahmen des Themenjahres Neue Natur, hat das ja so ein bisschen eine ähnliche Idee, nämlich nur Hölzer zu verwenden, die tatsächlich auch hier aus den Parkanlagen und den umliegenden Wäldern kommen. Genau. Es ist auch tatsächlich so, dass wir die Eibe auch immer selber aus Stämmen dann rausschneiden und uns diese Hölzer aus Baumstämmen regelrecht herstellen, um das eben sozusagen dann hier ergänzen zu können. Ne? Okay. Also genauso die Zwetsche und so, also das muss man sammeln als Tischler. Ja, wir sind jetzt hier auf der Musikerloge und vielleicht kennt ihr das aus Märchen, mein Lieblingsmärchen, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Auch da sitzt man sozusagen oben, sitzen die Musiker oben und unten wird getanzt. Und weil wir dann einmal beim Thema Märchen sind, wir haben es euch angekündigt, zeigen wir euch jetzt was ganz Besonderes, was Kirsten und ich selber heute zum ersten Mal in Funktion gesehen haben und was wir euch nicht vorenthalten möchten. Und da müssen wir so ein paar steile Treppen hochgehen, die sonst eben für BesucherInnen nicht zugänglich sind, weil das auch da keine Fluchtwege gibt und weil das brandschutztechnisch auch nicht so gut ist. Und da gehen wir jetzt hin. Johannes geht vor, Kirsten geht hinterher und ich übernehme die Kamera. So ein paar kleine Details auf dem Hochweg sind zum Beispiel das originale Fensterloch mit diesen rundgeblasenen Scheiben und den verzinnten Beschlägen. Und dann haben wir hier wunderbaren Treppenaufgang mit diesen herrlichen Balustern. So, ich zeig doch mal kurz, damit ihr nicht so weit weg bist. Das ist sehr dunkel, aber wir sehen's. Ihr merkt schon, es geht immer weiter nach oben und es wird auch dunkel. Das sind auf jeden Fall nicht die Gänge für Herzöginnen.
Was ganz Besonderes gibt es aber hier, das hast du uns vorhin schon bei der Vorbegehung erzählt. Ja, ja. Wir wollen eine ganz besondere Tür öffnen. Gut, also als wir 1999, 2000 das hier restauriert haben, haben wir hier mal eine provisorische Türklinke hingelegt. Und es ist jetzt 21 Jahre her. Sie liegt immer noch da und also eine alte DDR-Türklinke, die wir immer gewohnt haben. Und mit der kommt man hier zu der Tür rein. Am längsten hält immer das Provisorium, ne? Ja, und das, jetzt gehen wir mal hier rein. So, und jetzt... Ja, das machen wir jetzt hier an. Ja. Da, ich stehe noch im Bild, aber... So, jetzt kommt sozusagen das Highlight heute. Oder eigentlich ist ja alles ein Highlight, aber hier sind wir jetzt tatsächlich in einem... In einem Raum, den es sonst nicht zu sehen gibt. Hier wird auch schon gesagt, tolle Einblicke, die es heute gibt. Vielen Dank für die Rückmeldung. Und stellt, wie gesagt, gerne eure Fragen auch. Was sehen wir denn hier, Johannes? Das ist irgendwie eine Apparatur, oder? Genau. Wir sind jetzt auf der Ebene des Bedienstetenbereiches. Und das ist eine Apparatur, sozusagen, man könnte sich das auch wie im Theater vorstellen, wie so eine Kulissengeschichte. Und hier sind also zwei gegenläufige Tische, die man, also man kann in einen Tisch stecken, zufällig ist hier schon einer gedeckt. Ja. Und Johannes hat vorbereitet. Und der abgegessene Tisch ist jetzt oben und wenn man das jetzt austauschen möchte, man möchte jetzt den Nachtisch bringen, dann wird hier gekurbelt, dann begegnen sich die beiden Tische und dann kann oben sozusagen mit dem nächsten Gang begonnen werden. Und hier sind also wirklich nur die Bedienungen drin gewesen und ja, und man muss sich das vorstellen, als wir 1999 das zum ersten Mal in die Hände bekommen haben, war ein totales Glück, weil über viele, viele Jahre lag das brach hier. Gott sei Dank waren alle Hölzer mehr oder weniger noch da, beziehungsweise es waren noch Musterbereiche da, an denen wir Dinge nachfertigen konnten. Und was hier zum Beispiel nachgefertigt wurden, das sind von diesen Weinschlitten, diese ganzen Segmentbögen oder das Seil wurde von einem Seiler aus Leipzig extra für uns produziert. Da ist eine Stahlseele mit drin. Kannst du das nochmal zeigen? Ja, genau. Kann man so aufdrehen und dann kommt hier die Stahlseele, damit, wenn das mal mürbe wird, das ganze System uns nicht auseinanderfällt oder auseinanderreißt. Und das ist ein durchlaufender Strick, der hier sozusagen doppelt aufgelagert ist, damit man, also da muss man auch erstmal begreifen, wie das geht. Wir haben da getestet und hinterher war es so einfach. Und natürlich mussten Rollen nachgedreht werden, es mussten Halterungen wieder nachgeschmiedet werden, aber wir hatten das große Glück, dass von allem immer noch ein bisschen was da war. Und da konnten wir das eigentlich ganz gut rekonstruieren und sind eigentlich ganz froh. Versailler Tafelparkett, nur ganz kurz nochmal. Hier sehen Sie den Fußboden nochmal, oder seht ihr den Fußboden nochmal, der oben im oberen Bereich, wo gefeiert wurde, sozusagen auch wieder als Versailler Tafelparkett funktioniert. Ne? Ganz genau. Jetzt kann man sich ja fragen, warum kann nicht einfach jemand mit dem Tablett nach oben gehen und kann dort einen Tisch stecken? Und da haben wir gelesen in der Vorbereitung, sowas heißt Konfidenztafel, also Konfidenz bedeutet sowas wie Vertraulichkeit. Also wenn man nicht möchte, dass die Bediensteten hören, was man an diesem geheimen kleinen Tisch, das ist ja keine große Tafel, spricht, dann kann man sich so eine Apparatur hier einbauen, damit nämlich das Personal nicht mit nach oben kommt und dort irgendwie stört. Also ich denke, hier hören könnten die trotzdem alles, weil ein Riesenloch da oben ist. Aber ich denke, dass die vielleicht in der Titelschürze nicht gesehen werden wollen. Das könnte vielleicht eher gewesen sein. Aber auf jeden Fall konnten die hier unten rumbuseln und konnten das vorbereiten. Und oben saß dann der Herzog und wer weiß, wer nicht alles noch da oben war. Und interessant ist ja auch, wo das herkommt. Ne? Also dass man solche Tische ja schon in der Renaissance in Italien hatte und dann ja vor allem eben so in der Zeit des Barock, so um 1700, beginnt das dann in Dresden, da kommt es dann nach Polen, erst später in Frankreich und die Herzöge waren damals ja auf Kavalierstouren und haben sowas gesehen. Du guckst uns an, aber man sieht dich nicht. Das stimmt. Ich will natürlich gerne nochmal jetzt zeigen oder sehen, wie sowas funktioniert. Ja. Deswegen bist du ja auch heute als Experte mit uns dabei. So. Wollen wir das mal... Also eine Geschichte kann ich noch mal ganz kurz erzählen. Als das 1999 übergeben wurde, war das die Abnahme, die dass das Architekturbüro kam mit dem Korb. Die Sekretärin hat einen Kaffee gekocht und Brötchen geschmiert. Und haben gesagt, Herr Fiegel, bitte Tisch stecken, wenn es oben ankommt, ist der Auftrag abgenommen. Und das versuchen wir jetzt einfach noch mal nach 20 Jahren, ob es noch funktioniert. Genau. Gut, dann würde ich jetzt mal hier toben.
Und wir zeigen dich. Genau. Also, ihr seht hier hinten den Johannes an der Kurbel. So. Und der macht das ganz langsam. Und wir gucken mit. Noch ganz langsam. Ja, und ihr seht, jetzt kommt sozusagen der andere Tisch nach unten. Und ja, jetzt stopp mal ganz kurz. Jetzt haben wir hier wirklich diese beiden, nee, noch nicht nebeneinander. Ich zeig mal. Das sind zwei Fußböden. Jetzt sind die zwei Fußböden. Ja, und jetzt, ne, jetzt haben wir hier sozusagen die beiden Fußböden, die sich, also hier und da oben, die sich hier entgegenkommen. Und ihr seht jetzt schon nach oben. Und Johannes macht den Tisch noch nicht ganz nach oben, damit wir nämlich gleich, wenn wir hochgehen, noch mal was nach oben zu drehen haben. Und da gehen wir jetzt hin. Genau. Johannes dreht dann noch mal kurz und kommt dann gleich hinterher. Es wird immer abenteuerlicher. Und zwar steigen wir jetzt eine steile Stiege nach oben. Und das ist wirklich eigentlich eher eine Klappe, die wir jetzt hier, zum Glück haben wir noch gutes Wetter, die werden wir hier entsteigen. Vorhin hat auch jemand gesagt, von oben hat man eine schöne Aussicht. Die Person war schon da. Sie sehen, hier muss man über so eine Stufe steigen und landet tatsächlich jetzt hier über den Dächern von Weimar. Ihr seht wahrscheinlich nur die Schlosswand hinter mir, aber tatsächlich kann man hier. Darf ich schon mal filmen oder noch nicht? Wir können ja einmal kurz rumgehen. Wir und gehen einmal rum. Zeigen. Genau. Hier ist nämlich die sogenannte Laterne, mit der haben wir heute angefangen. Hier könnt ihr einmal über die Stadt gucken. Heute ist ein bisschen diesig. Und dann wisst ihr auch, woher sozusagen dieser Name kommt des Schlosses Belvedere, also die schöne Aussicht. Und das, denke ich, kann man hier oben ganz gut sehen. Gut. So ist natürlich auch ein tolles Setting, um hier zu tafeln. Wir stellen uns natürlich jetzt vor, wir wären die HerzogInnen und hätten uns jetzt unser Frühstück, wir haben es ja Sonntagmorgen, bestellt. Die nächste Tür öffnet sich, kommt mal mit rein. Und jetzt kommen wir hier sozusagen in den Saal, aus, ja, wo so, dann gegessen wir wurde. Tafeln, Johannes. Ja. Magst du noch mal kurbeln? Ja. So, wir zeigen jetzt mal sozusagen von hier oben nach unten. Und ihr seht jetzt, wie der Tisch tatsächlich hier nach oben kommt. Nee, hier sieht man nicht so viel, aber ihr seht jetzt hier, wie der Fußboden tatsächlich fast bis rankommt. Und man würde dann hier sitzen, könnte sich auch hier nach draußen umschauen. Und das Schöne, was es hier gibt, ist natürlich auch die Raumfassung, die ist ganz besonders. Wir müssen nur den Johannes, bevor wir den gleich hochholen, muss der uns noch für diese Gläser passend noch den Sekt nach oben bringen. Stimmt. Und auch dafür gibt es noch eine besondere Funktion. Johannes, möchtest du den Sekt hochlassen? Das sieht man noch. Man hört, aber es läuft sehr leise. Es freut uns selber. Und da kommt dann die Klappe geht von alleine auf und kommt dann hier sozusagen nach oben. Die ist dann gleich für den Moment, wenn ihr wieder wenn abschalten dürft. Genau. Wir haben noch ein paar schöne Details gefunden. Ihr seht ja so Fliesen in Delfter Art, also nach holländischem Vorbild, hat man hier wieder hingebracht. Und einige dieser Fliesen hatten ganz witzige Motive. Darauf hat uns der Johannes vorhin auch hingewiesen. Also hier eher so was Illustratives. Und wenn man dann so schaut und geht so langsam nach oben, kommt man irgendwann ins Stocken und denkt, was wird denn hier gezeigt? Das nur als kleiner Funfact. Du sitzt. Ja, also ganz die Natur. Genau, die kommt dann auch so, manchmal jetzt kommt über der die Johannes schon, wir zeigen euch einmal noch, das hat uns vorhin erklärt, aus der Nähe, wie dieses Versailler Tafelparkett eigentlich funktioniert. Ich versuche es jetzt mal richtig wiederzugeben, du korrigierst mich. Also man hat so einen Rahmen, den kann man ausmessen und vorfertigen und dann kann man das mit diesen Hölzern füllen. Ja, habe ich richtig erzählt? Richtig. Ich kann jetzt in die Lehre gehen bei dir. Das erste habe ich sozusagen hier schon gelernt. Du gehst jetzt schon zur Lehre bei den Gärtnern, bei Herrn Petzold können wir schon die Lehre gehen. Jetzt beim Tischler. Hier werden auch Grüße an Johannes ausgerichtet. Genau. Und
Wir hatten noch ganz kurz auch was zu dem... hier oben. Zur Decke hattest du noch was erzählt, ne? Dass man hier die Sachen, du hast davon gesprochen, anrestauriert hat. Ja. Was heißt das? Also ich sage es mal so, 1999 waren zur gleichen Zeit Farbrestauratoren hier. Jemand bedeutend ist ja auch die Anna-Meyer-Bibliothek, die Farbgebung mitbestimmt hat und ausgesucht hat. Das war der Wolfgang Brum aus Jena und der hat mit seinem Team zur selben Zeit hier die Farbrestaurierung gemacht und die Decke wurde wieder geschlossen und und anrestauriert heißt eigentlich immer, dass man gewisse Musterachsen anstellt, beziehungsweise wie hier oben jetzt zum Beispiel sieht man mit Schlagmetall belegte Bereiche, um auch zu sehen, wie funktioniert das hier oben bei 20 Grad Minus, schlägt das um, reicht die Absperrung aus und so. Aber wie gesagt, seit 20 Jahren ist hier nie wieder was restauriert worden. Aber das ist eben so, weil es ja nicht genutzt wird. Ja. Mhm. Und was für uns noch interessant war, war natürlich hier diese Delfter Kachel die Delfter Art, aber hergestellt von Erfurter Manufakturen. Und was auch noch sehr schön ist, diese Grisé-Malerei, die auf einer Zinnfolie aufgebracht ist. Und die Zinnfolie ist nur grau geworden durch diese Zinnpest. Das weiß ich aber auch nur durch die Farbrestauratoren, die uns das erklärt haben. Man kann das immer schön an den Linien sehen, wo diese Zinnfolien so aufgelegt waren. Ne? Genau. Also hier kommen Kommentare, die muss ich kurz vorlesen. Einmal jemand bedauert, dass man hier nicht vor Ort sein kann, aber wir haben natürlich auch gezeigt, warum das ein bisschen schwierig ist. Und jemand sagt, diese Konstruktion ist wie gemacht für einen Heiratsantrag. Das geht nur, wenn man bei der Klassikstiftung arbeitet, dann wahrscheinlich. Genau, ihr habt gesehen, wie schwierig hier es ist, Fluchtwege einzurichten, wie eng die Wege sind, weshalb tatsächlich das nicht dem Publikum zugänglich gemacht wird. Aber deswegen gibt es uns ja, damit wir euch genau diese Sachen zeigen. Eine Sache, die ich noch ergänzen wollte, ist, wir wissen gar nicht so viel über den Einbau dieses Tisches. Das ist ganz interessant. Wir wissen nur von 1821, da gibt es das Schloss ja nun schon fast über 100 Jahre. Das Schloss Belvedere, genau. Weil jemand fragt, wo sind wir eigentlich? Stimmt, für die später zugeschaltet haben, Schloss Belvedere in Weimar. Da gibt es ein Inventar, da steht das Tischlein dann schon mit drin, aber wir wissen nicht genau, wann das eingebaut wurde, wer das eingebaut hat. Und das regt uns natürlich an, noch weiter zu forschen und weiter zu schauen. Und da ist sozusagen noch ganz viel zu tun. Wir wollen das auch wissen. Ja, genau. Die Tischler wollen das auch wissen. Genau. Bevor wir jetzt sozusagen gleich diese Tafel noch für uns nutzen, gehen wir mit euch nochmal nach draußen und sagen erstmal Danke an den Johannes, der will noch was sagen, ich merke das. Ihr wolltet euch noch eine besondere Fliese zeigen eigentlich. Haben wir schon gemacht, während du Treppen gestiegen bist. Die hat uns der Johannes genau vorhin gezeigt. Okay. Und dann gehen wir nochmal zusammen nach draußen, Kirsten. So, guck doch mal die schöne Aussicht hier an. Deswegen heißt das ja auch Belvedere. Jetzt. Ach so, und jetzt andersrum. Genau. Vor der schönen Aussicht. Genau, wir sind jetzt also hier mit dem Blick in den Park Belvedere. Und der Park Belvedere gehört oder ist Außenstandort der Buga und ist natürlich, spielt eine große Rolle im Rahmen unseres Themenjahres Neue Natur der Klassikstiftung Weimar. Und ihr könnt zwei Kombi-Tickets gewinnen, die ihr noch bis zum Ende der Sommersaison, bis Ende Oktober einlösen könnt. Und dafür hat die Kirsten sich was überlegt? Schreibt uns einfach in die Kommentare, mit wem wollt ihr diese neue Natur entdecken. Also ihr könnt die Person verlinken, ihr könnt auch einfach so schreiben, sei das euer Hund oder euer exotischer Vogel, ähnlich hier wie die Wanddekoration. Schreibt das einfach, das ist Deutsch, this is German actually, wir lesen nebenbei noch die Kommentare. Schreibt das in die Kommentare unter das IGTV-Video und dann könnt ihr zwei Karten gewinnen. Genau, und das... was für heute mit dem Kulturöffner. Wir sind im August wieder für euch da, wahrscheinlich am 22. August. Hier kam noch gerade die Frage, wahrscheinlich mussten dann auch die Herzoginnen diese Treppen hochgehen. Ja, das stimmt. Und was ganz interessant ist, wir wissen noch nicht genau, wie die Bediensteten dann zu diesen Tischleinen kamen, weil die Treppe, die wir vermuten, die sie gebraucht hätten, die ist nicht mehr da. Die haben wir gesehen, die endet in so einer Decke. Also dieses Haus ist nicht einmal gebaut und dann fertig, so ist es oft bei Schlössern, sondern da baut dann die nächste Generation mal wieder was um oder so. Also das ist noch ganz spannend hier zu entdecken. Genau, und dann
freuen wir uns. Bitte auch dann nochmal die Kommentare, die es jetzt schon schreiben, mit wem Sie hierher kommen, auch und das Video schreiben, damit wir das dann berücksichtigen können beim Gewinnspiel. Und hier beginnt es jetzt zu regnen. Wir müssen nach drin. Deswegen vielen Dank fürs Zuschalten und bis hoffentlich bald. Ciao. Tschüss. Wir warten noch kurz. Ja, ja. Wie üblich warten wir noch, bis alle wieder gehen. Wir können aber nochmal... Man kann da leider kein Frühstück einnehmen. Haben wir ja gerade gezeigt, das ist super, super sensibel zu restaurieren. Wir haben auch extra hier eine Tischdecke untergelegt. Vielen Dank für das Danke. Und dann bis bald. Okay. Naja, da können wir nochmal hier die Aussicht zeigen. Die schöne Aussicht zeigen beim Ausschalten. Wir sollen uns den Sekt schmecken lassen, wird hier gesagt.